Hi zusammen und willkommen zum dritten Teil unserer Serie Android 12. Endlich können wir den Abschluss unserer Serie vollziehen, denn ich habe Zugriff auf die Android 12L Beta. Am Mittwoch wurde die dritte Beta veröffentlicht und damit bekam auch die Pixel 6 Reihe Zugriff. Das Galaxy Z Fold 3 hat leider noch immer keinen Zugriff, was ich schade finde, denn eigentlich ist das Android 12L für Geräte mit großem Display wie Tablets oder Foldables gedacht. Wir nehmen, was wir kriegen und machen also mit dem Pixel 6 weiter. Dieses Video ist in zwei Abschnitte unterteilt. Im ersten Abschnitt zeige ich euch, wie man sich für die Beta anmeldet und sie installiert. Im zweiten Abschnitt gucken wir uns die Neuerung von Android 12L an. All diejenigen, die sich mit der Installation auskennen, springen also gleich zum zweiten Abschnitt. Let's go! Bevor wir überhaupt irgendetwas machen, legen wir eine Sicherung an, denn das ist absolut wichtig für den Fall, dass irgendwas bei der Installation schief gehen sollte. Dazu gehen wir in die Einstellungen, scrollen nach unten und klicken auf System. Dort klicken wir auf den Punkt Sicherung und jetzt sichern. Ich habe es im Vorfeld getan, bei euch dürfte es eine Weile dauern. Nach dem Erstellen der Sicherung gehen wir in den Browser und tippen dort ein Android 12L Beta. Bei den Ergebnissen klicken wir auf Googles Seite. Diese nennt sich Android Beta Programm. Man sieht sofort die berechtigten Geräte. Da klickt man drauf und landet weiter unten. Jetzt sehen wir bereits das Pixel 6. Es ist noch nicht angemeldet, aber das ändern wir gleich, indem wir auf Anmelden klicken. Danach erscheint ein Fenster, bei dem wir den Nutzungsbedingungen zustimmen sollen und das ganz wichtig. Es gibt auch eine Warnung zur Beta. Diese solltet ihr euch wirklich durchlesen. Ihr könnt dieses Video an dieser Stelle pausieren. Ganz unten angekommen, wählen wir den dritten Punkt und klicken auf Bestätigen und Anmelden. Das Pixel 6 ist jetzt angemeldet und nun müssen wir in die Einstellung. Dort unter dem Punkt System, Erweitert, System Updates, nach einem Update suchen lassen. Das machen wir jetzt schnell. Und siehe da, Android 12L Beta 3 wird uns angeboten. Ein Klick auf Herunterladen und Installieren startet den Prozess. Ich beschleunige an dieser Stelle. Wow, nach einer gefühlten Ewigkeit ist die Installation beendet und wir sind auf dem Homescreen. Während das Update im Hintergrund läuft, gucken wir uns mal die installierte Version an. Es ist der Februar-Patch vorhanden. Wir kommen zum zweiten Abschnitt und somit zu den Neuerungen von Android 12L. Die erste Neuerung betrifft die Animation des Fingerprint-Sensors sowie des Ein- und Ausschaltens des Displays. Ich habe die Animation verlangsamt, damit ihr es besser erkennen könnt. Die zweite Neuerung ist der Text im Benachrichtigungsfeld. Er ist nun zentral platziert. Vorher war er oben platziert. Die dritte Neuerung betrifft die Internetkachel. Wenn man da drauf drückt, öffnet sie sich auch wieder zentral. Aber viel wichtiger ist, dass diese Kachel im gesperrten Zustand aufgeht. Vorher musste zuvor das Gerät entsperrt werden. Jetzt geht es ohne Entsperrung, was mir überhaupt nicht gefällt. Das ist für mich ein Sicherheitsrisiko. Die vierte Neuerung betrifft das Multitasking. Der Splitscreen heißt jetzt oben teilen. Nach einem Klick darauf wandert die erste App nach oben und man kann wie gewohnt die zweite App auswählen. Die Trennlinie in der Mitte ist neu. Die Radien der runden Ecken sind nun an die Radien des Displays angepasst. Das wirkt nicht nur stimmiger, sondern sieht auch besser aus. Weiterhin ist die Größe anpassbar. Auch neu ist die Ansicht in der App-Übersicht. Beide App-Icons werden nebeneinander angezeigt. Neuerung Nummer 5 ist die Vorschau der Hintergründe.
Nach einem langen Druck auf den Homescreen bekommt man 5 Hintergründe vorgeschlagen, die man ohne weiteres auswählen kann. Die Animation bei der Änderung sieht sowas von klasse aus, es gefällt mir. Die 6. Neuerung ist das Design der Toggles. So, all die vorgestellten Neuerungen sind ja schön und gut, aber bisher ist noch nichts Neues dabei, das speziell für große Bildschirme gedacht ist. Das liegt ganz einfach daran, dass das Pixel 6 kein großes Display hat. Deshalb sieht man auch diese Neuerungen nicht. Aber das Schöne an Android ist, dass wir dem Gerät vorgaukeln können, dass das Pixel 6 ein großes Display hat. Wir können also ein großes Display simulieren. Das machen wir jetzt. Dafür gehen wir in die Einstellungen, unter System auf die Entwickleroptionen und scrollen zum Punkt geringste Breite. Aktuell ist der Wert 411. Wenn wir diesen auf 601 erhöhen, passiert Folgendes. Es erscheint eine Taskbar. Ja, was ist das denn? Wie geil ist das bitte? Sieht aus wie bei Tablets oder Chromebooks. Außerdem wurde alles kleiner. Das liegt daran, dass das System nun denkt, auf einem großen Display zu laufen. Die Taskbar beinhaltet 5 Apps und funktioniert wie bei Tablets. Das Starten von 2 Apps erfolgt durch langes Drücken auf eine App und Hochschieben. Ganz simpel. Man kann die Taskbar auch aus- und einblenden, durch einen langen Druck drauf. Schaut euch mal die App-Übersicht an. Die erste App wird noch groß angezeigt, aber die restlichen Apps sind kleiner und übereinander platziert. Wie sehen die Quick-Toggles aus? Ach ja, hier ein erster Darstellungsfehler. Ist nicht weiter schlimm, da es eine Beta ist. Es ist alles kleiner, nichts Ungewöhnliches. Aber was passiert, wenn das Gerät im Landscape-Modus genutzt wird? Boom! Es ist eine geteilte Ansicht. Stört euch nicht an dem Darstellungsfehler. Das wird behoben werden. Wichtig für uns ist die geteilte Ansicht. Links also die Quick-Toggles und rechts die Benachrichtigungen. Das gefällt mir schon jetzt. Zum Schluss sehen wir uns das geteilte Benachrichtigungsfeld noch auf dem Lockscreen an. Der Media Player wird links angezeigt, ebenso die Quick Toggles und rechts wieder die Benachrichtigung. Ich muss das Display gerade gedrückt halten, sonst geht es zum Entsperrfenster. Stört euch bitte nicht daran. Neu ist oben rechts die Auswahl des Nutzerprofils. Und so sieht das Always-on-Display im Querformat aus. Guckt mal, wo das Symbol für den Fingerprint-Sensor platziert ist. Total falsch. Den Spaß gönnen wir uns mal. Wie krass. Ein Klick auf das Symbol aktiviert den Sensor. Selbst 2 Finger entsperren das Gerät nicht. Okay, genug des Spaßes. Das war's vom 3. Teil unserer Serie Android 12. Gleichzeitig war es die letzte Folge der Serie. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Macht es gut und bleibt gesund. Ciao.